Vielleicht erinnerst du dich ja noch an die Zeiten, in denen alles in deiner Beziehung zu Ex noch ganz aufregend war. Ja, und dann gehen die Monate ins Land, vielleicht auch viele, viele Jahre und nach wird die Beziehung stabiler, aber die Anziehung geht auch mehr und mehr verloren. Und ganz klar, je mehr Zeit man mit einer Person verbringt, desto mehr weiß man über die Person und desto weniger mysteriös und spannend ist die Person und der Zauber des Anfangs schwindet. Ja, und plötzlich entscheidet er oder sie sich zu gehen. Und du stehst wieder da, ganz allein und möchtest ihn oder sie aber doch zurück. Wie du die Psychologie der Wiederanziehung für dich nutzen kannst, um sie oder ihn für dich wieder zurückzugewinnen, darum geht es im heutigen Video. Ich habe dir 5 ganz spannende Punkte mitgebracht und ja, du wirst überrascht sein, was du alles für dich nutzen kannst. Psychologie der Wiederanziehung Nummer 1. Die Person, die sich von dir trennt, nimmt dich für absolut selbstverständlich. Ja, das wollen wir immer alle nicht so gerne hören. Aber du kannst dir das zunutze machen und ja, es wird gleich ein Schuh draus, wie das funktioniert. Die Person geht nämlich jetzt zum Zeitpunkt eurer Trennung und auch in den Monaten danach erstmal davon aus, dass wann immer sie oder er dich zurück möchten, ja, sie auch jederzeit zurückkommen können. Und du kannst sogar davon ausgehen, dass sie das auch in den letzten Monaten eurer Beziehung gedacht haben und sich eurer relativ sicher waren. Was kannst du also jetzt tun, damit du nicht länger für selbstverständlich genommen wirst? Du versuchst Ex nicht mehr davon zu überzeugen, dass du der perfekte Partner bist. Du lässt ihn oder sie einfach gehen. Du jagst ihr nicht mehr länger hinterher. Du meldest dich nicht mehr ständig bei ihr. Und auf diese Weise stimmst du indirekt der Trennung einfach zu. Wenn du mal gebettelt oder gefleht hast am Anfang, ja, das passiert, das ist auch irgendwie ganz normal. Im Moment der Trennung sind wir alle irgendwie außer Kontrolle und machen Dinge und das wird dein oder deine Ex auch verstehen, dass du da nicht Herr deiner selbst warst. Aber hör jetzt ab sofort damit auf, denn so entsteht wieder Balance in eurer Beziehung. Der, der sich trennt, denkt nämlich immer oder fühlt sich auch ein bisschen unbewusst eher immer ein Stück weit stärker als du und irgendwo dann auch überlegen. Ich weiß, dass dieser Punkt nicht so ganz einfach ist und dass dazu eine Menge Selbstdisziplin gehört. Und ja, sei einfach immer wieder stolz auf dich und die Momente, wo du das auch schaffst, diese Stärke zu beweisen, dich nicht zu melden. Und wenn es am Anfang auch einfach erstmal ein Tag ist, wo du dich nicht meldest und irgendwann wird es dann immer mehr und es wird dir von Tag zu Tag leichter fallen. Das verspreche ich dir schon hier. Die Nummer 2, demonstriere deine Unabhängigkeit. Die Ex oder der Ex waren ja die Personen, mit denen du alles besprochen hast, alles Mögliche auch geplant hast. Und ja, jetzt, wo ihr getrennt seid, ist er oder sie natürlich nicht mehr dein Ansprechpartner. Daher solltest du ab sofort Urlaube, sämtliche Unternehmungen, berufliche Projekte planen, ohne ihn oder sie einzuweihen. Das geht sie jetzt erstmal so auch nichts mehr an und du brauchst auch nicht mehr ihren Zuspruch, auch nicht mehr ihre Tipps oder sonstiges. Und ja, du planst ab sofort dein Leben ohne diese Person. Wahrscheinlich bekommen die Exen, auch wenn ihr keinen großen Kontakt mehr habt, das nochmal irgendwie mit, eventuell über gemeinsame Freunde oder über Social Media.
Und selbst wenn sie euch auch nicht zurück wollen, dann wird auf diese Weise, wenn auch ihr euer Leben unabhängig von ihr plant, auch die Trennung für sie viel realer. Und ja, sie werden nochmal die ganze Situation auch anders wahrnehmen. Und ja, sie werden auch erkennen, dass ihr doch nicht so selbstverständlich seid, wie sie immer dachten. Wenn Leute sich trennen, ist das auch erstmal nur so eine Idee und man hat davor eine Vorstellung, dass das eigentlich schön sein könnte. Jetzt ist man wieder frei. Also es ist nur so eine Art Konzept. Wenn er oder sie aber dann plötzlich sieht, dass du auch ohne sie oder ihn im Leben Spaß hast, neue Hobbys anfängst, ein neues Auto kaufst, auch so ganz banale alltägliche Dinge einfach genießt, dann ist eben die Trennung für ihn oder sie auch Realität. Und er oder sie merken dann, dass, ja, dass du auch ohne sie ganz gut klarkommst. Ex wird dich dann automatisch anders und neu wahrnehmen, weil du all diese Dinge so in der Beziehung ja noch nicht gemacht hast oder zumindest irgendwie auch immer mit ihr zusammen. Die Person wird dann allmählich anfangen, anders wieder über dich nachzudenken. Das Vertraute, was er oder sie von dir kannten, dieses typische Verhalten, so wie du immer warst, das verschwindet so langsam in seiner oder ihrer Wahrnehmung. Natürlich bekommst du jemanden so jetzt nicht unbedingt zurück und du willst das ja auch gar nicht, einfach nur, weil du jetzt ein Verhalten änderst oder deine Lebensweise änderst. Das ist völlig klar, aber du willst ja auch, dass die Person wieder anders und neu über dich nachdenkt. Die Nummer 3, den Moment genießen, wenn er oder sie wieder auf dich zukommen. Wenn Ex sich wieder meldet, und ja, viele von den Exen tun das sehr, sehr häufig, manche ständig, dann reagier bitte nicht gleich mit so einem großen Gefühl von Dankbarkeit oder überschwänglichen Gefühlen und hau ihr oder ihm nicht gleich deine ganze Traurigkeit um die Ohren und wie sehr du sie vermisst hast. Genieß es einfach erstmal, sei locker, freundlich im Kontakt, aber sei auch nicht übertrieben. Wenn sie so Dinge sagen wie, ach Gott, ich habe dich so vermisst oder ich liebe dich immer noch, dann sei eher vorsichtig. Wenn du zu schnell auf diese großen Liebesschwüre reagierst, dann kann es sein, ja, dass Ex wieder so zurückfällt in die Anfangsphase eurer Trennung, die so ein bisschen mit so einem Gefühl von Erleichterung auch verbunden war, wo sie wirklich froh waren, dass sie jetzt endlich diesen Schritt gegangen sind, endlich frei von der Beziehung sind, weil sie eben an der Stelle, wenn du so überschwänglich reagierst, gleich wieder das Gefühl haben, sie können dich sowieso, egal was sie machen, sofort wieder haben. Du solltest auf gar keinen Fall vergessen, dass diese Person, die sich von dir getrennt hat, wirklich bereit war, das Leben ohne dich zu verbringen. Er oder sie haben eure Beziehung einfach so weggeschmissen. Und vergiss das bitte nicht und wirf dich daher auch nicht so ganz leichtfertig ihm oder ihr wieder an den Hals. Genieße diese Momente, sei stolz auf dich, freu dich darüber, aber sei absolut vorsichtig, denn auch das nochmal als Zusatz, du weißt auch nie, was im Hintergrund so alles abläuft. Auch hier haben wir schon die dollsten Sachen gehört, ja, dass dann plötzlich die Exen wieder zurückgeholt wurden und im Hintergrund liefen andere Beziehungen parallel noch weiter oder waren gerade wackelig und Ex wollte sich nur mal eine kleine Sicherheit bei dir holen. Also sei vorsichtig, gib dem Ganzen Zeit, beobachte die Person länger, prüfe genau, was sie von dir wollen könnte. Ja, und auch du denk an dich parallel, date auch selber weiter, halt auch du die Augen offen und sieh Ex nur als eine Option und nicht als ein absolutes Muss. Die Nummer 4 geht zurück an den Anfang. Eure alte Beziehung hat nicht geklappt, das war Murks, das war Mist. Und es würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn du da wieder anknüpfst. Stell dir also vor, wenn du Ex zurückerobern willst, dann beginnt ihr eine neue Beziehung. Es ist also wieder wie beim Dating. Ihr beginnt beim zweiten Date, weil ihr kennt euch ja schon ein bisschen. Und dein Gegenüber weiß nicht alles über dich,
hat auch nicht alle Privilegien, die es in einer festen Beziehung gibt, darf sich auch nicht alles erlauben. Darf man natürlich in der festen Beziehung auch nicht. Aber da ist das Ganze natürlich ein bisschen offener. Und ihr beginnt dann eben nach und nach eine neue Beziehung mit Ex aufzubauen. Und das geht in der Regel langsam und steigert sich in der Intimität und in der Intensität natürlich auf jeden Fall. Zu Wiederanziehung gehört hier auch nochmal, das ist ganz wichtig, dass du natürlich auch für dich an den blinden Flecken gearbeitet hast, an den Punkten, wo es in eurer Beziehung auch gescheitert ist oder für die du verantwortlich warst, was Ex dann da an der anderen Stelle gemacht hat. Da musst du dann selber mal gucken und ob ihr da ein gemeinsames Level findet, um da wieder voranzukommen. Wenn Ex natürlich jetzt erstmal noch in einer anderen Beziehung ist, dann bei diesem Punkt bitte Vorsicht. Dann gebt euch erstmal die Zeit und den Abstand und da macht Dating natürlich jetzt auch erstmal überhaupt keinen Sinn. Der Punkt Nummer 5, der letzte Punkt, vielleicht auch so der einfachste oder manchmal auch nicht, je nach Tagesform. Mach einfach alles, was dich attraktiv macht. Hier kannst du sämtliches Wissen, was du über Attraktivität hast, natürlich nutzen. Und denk mal darüber nach, wie du am Anfang eurer Beziehung warst und warum dich Ex eigentlich so spannend und anziehend fand. Und versuch, das ein Stück weit wieder mal hervorzukramen. Wenn ihr wieder in eine Beziehung kommt, dann solltest du dich in diese Anfangszeit immer wieder hineinversetzen und auch diese Unbeschwertheit von dieser Anfangsphase immer wieder in euren Beziehungsalltag bringen. Sei einfach du 2.0. Dazu haben wir schon einige Videos gemacht. Die verlinke ich dir auf jeden Fall oben auch nochmal, dass du da nochmal ein bisschen Nachhilfe nimmst. Und vor allen Dingen leb auch dein eigenes Leben und denk immer daran, dass es sowohl ein Leben vor als auch nach Ex gab. Und das ist eigentlich so der wichtigste Gedanke und der macht dich absolut attraktiv. Ich hoffe jetzt erstmal, dass dir unsere 5 psychologischen Fakten gefallen haben. Irgendwie mal schwierig mit dem Wort psychologisch. Unsere 5 psychologischen Fakten zur Wiederanziehung gefallen haben. Und ja, vielleicht ist es dir ja auch schon gelungen, einen Partner wieder anzuziehen. Ich würde gerne wissen, wie deine Erfahrungen sind und was dir geholfen hat. Schreib deine Erfahrungen gerne in die Kommentare. Ich bin ganz gespannt. Danke für weitere viele Abonnenten, die zu unserem Kanal jetzt dazukommen. Freue mich, dass ihr da seid. Sag liebe Weihnachtsgrüße an die Community. Es ist gerade ja wirklich bei uns allen sehr, sehr stressig. Es gibt viel zu tun, ganz viel Arbeit und ja, ich hoffe, ihr seid einfach trotzdem gut drauf, passt gut auf euch auf. Denkt immer daran, Ex zurück ist nur eine Option und kein Muss. Haltet auch immer wieder eure Augen nach da draußen auf und guckt, wer sonst noch so um euch herum schwirrt. Und genau, und hört fleißig weiter unsere Videos. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eure Marie.